Ja, hallo liebe Dampferfreunde, ich bin der Obi und ich grüße euch wie immer hier von meinem Dampfersofa. Nachdem ich ja vor einiger Zeit jetzt das Video zur EPV V3 Box gemacht habe und die dabei ja nicht wirklich so gut weggekommen ist, gerade im oberen Leistungsbereich, hat mich natürlich erstens einige Kritik von anderen Leuten erreicht. Die sagten, sie hätten die Box mittlerweile auch, bei ihnen würde sie gut funktionieren. Also wollte ich natürlich jetzt ein bisschen der Sache auf den Grund gehen, woran liegt es, woran kann es bei mir bei dieser Box gelegen haben, dass die Werte, die ich gemessen habe, die ihr im Video ja nachverfolgen konntet, nicht so gut ausgefallen sind. Der Michael Braunstein von prosmoke.de war so freundlich und hat mir einen aktuellen Chip aus der SX330 V3 Serie mit 150 Watt Blanco zur Verfügung gestellt. Ich hatte ja schon damals den SX350 Blanco gemessen oder hatte mir den ja da selber in so einen Akkuträger, den ich mir selbst gebaut hatte, eingebaut, damit man das überhaupt machen konnte. Hier habe ich heute einen fliegenden Versuchsaufbau gewagt. Ich habe also jetzt hier den Blanco SX350 Chipsatz, wie ihr seht, auch so angeschlossen erstmal, dass er läuft. Habe dann hier, ich hoffe, das könnt ihr jetzt sehen, ohne dass mir das hier bei dem fliegenden Aufbau alles umfällt, einen Widerstand von 0,28 Ohm aus, ja, Wicklungen gefertigt, aus einer Quad-Coil gefertigt. Da ich jetzt noch nicht die Widerstände geliefert bekommen habe, auf die ich warte für weitere Messungen mit Festwiderständen, weil auch die Kritik kam, ja, wenn ich schon so realitätsnah wie möglich messen möchte, also nicht mit Netzteil, sondern mit Akkus, warum würde ich dann Festwiderstände benutzen? Das würde ja auch nicht der Realität beim Dampfen entsprechen. Okay, ist nicht ganz dieses Argument von der Hand zu weisen. Deswegen habe ich gedacht, für diesen neuen Versuchsaufbau nehmen wir eine Wicklung, eine Quad-Coil-Wicklung. Wie gesagt, 0,28 Ohm. Hier habe ich jetzt zwei neue Akkus drin. Auch als Tipp bekommen nochmal hier Samsung 25R. Mit 20 Ampere. Die sind zwar nicht so stark belastbar wie die Konions, die ich verwendet hatte, aber da derjenige, der es auch gemessen hatte, der sagte, seine Box funktioniert prima, das auch mit den Samsung-Akkus gemacht hat, habe ich mir die auch mal besorgt, habe es damit jetzt nochmal ausprobiert und habe jetzt hier wieder mein Unitrend-Messgerät dran. Ich denke, Oszilloskopmessungen können wir uns in dem Falle sparen. Die habe ich ja schon mit der IPV V3 Box gemacht. Die sahen ja auch sehr, sehr gut aus. Also wir hatten super saubere Flanken. Wir hatten oben eine schön gerade Linie. Wen die Oszilloskopbilder interessieren, der schaut sich halt das IPV V3 Video nochmal an. Hier gehe ich heute einfach mit dem Unitrend im AC-DC True RMS Modus nochmal dran und möchte jetzt nochmal überprüfen, wie die Box ja in diesem Aufbau mit einem Solo-Chip funktioniert. Denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran es hier liegt. Also die Akkus waren es nicht. Es gibt also zwei Gründe, die es noch haben könnte. Entweder ist in dieser Box eine andere Chipsatzrevision verbaut worden, eine frühere vielleicht. Das kann ich leider nicht rausbekommen. Da ist also keine Versionsanzeige im Display oder so, wo man sagen könnte, das ist die und die Version. Ich möchte die Elektronik auch nicht öffnen, weil noch habe ich auf die Box Garantie. Da sind Garantiesiegel drauf. Die möchte ich jetzt auch noch nicht brechen. Auf der Platine ist zwar eine Revisionsnummer, aber ich denke, da habt ihr Verständnis für, dass ich die dafür jetzt also nicht, ja, meine Garantie verlieren möchte. Also es könnte an der Chipsatzrevision liegen, dass hier ein anderer Chipsatz, also nicht ein anderer Chipsatz, sondern eine andere Version drin ist. Oder hier ist irgendwas beim Zusammenbau nicht ordentlich gemacht worden. Meine Theorie ist irgendwo, entweder ist da eine kalte Lötstelle oder eine Lötstelle oder ein Draht ist zu dünn gewählt worden, was sich bei niedrigeren Leistungen noch nicht bemerkbar macht, weil die Drähte dann oder die Lötstelle in dem Querschnitt dafür noch ausreicht. Aber dann bei 100 und 150 Watt zu Problemen führen könnte. Also ist nur eine Theorie, ist nichts Bewiesenes. Ich möchte die Box halt noch nicht öffnen und möchte erstmal gucken, hat denn generell dieser Chipsatz ein Problem oder funktioniert der SX330 so, wie er eigentlich soll? Okay, dafür denke ich, drehe ich das Ganze, drehe die Kameraposition, weil sonst sehe ich nichts, was ich auf dem Display drücke. Deswegen baue ich das Ganze jetzt eben um. Ich wollte euch nur einmal den Versuchsaufbau hier zeigen, damit ihr eine Ahnung habt, was ich hier treibe. Wir können auch mal eben gucken, wenn ich das jetzt hier in der Lage hinbekomme,
dass ihr da ein Bild von bekommt. Da muss ich allerdings das Ohmmeter trennen, sonst haue ich mir die Spannung da rein. Das sind extra Silikonkabel, nicht, dass ihr da Angst habt, dass ihr gleich irgendwas verschmort oder so. Ich habe extra hochtemperaturfeste Silikonkabel verwendet. Und dann gehen wir hier einmal Feuer, damit ihr auch seht, dass der Versuchsaufbau soweit erstmal funktioniert. Und wie ihr seht, hier kommt schon ein bisschen Leistung an. Ob das unsere 100 und 150 Watt diesmal sind, das schauen wir uns jetzt in den Messungen an. Verwendet haben wir also hier die zwei neuen Samsung 25R-Widerständ-Batterien und mit dem 2,8 Ohm gemessen auf dem Ohmmeter 0,2 haben wir in der Anzeige des ASICS 330. Wir beginnen mit 10 Watt, 1,6 soll er ausgeben. Messen tue ich 1,64, das entspräche 9,6 Watt, also ganz knapp unter den eingestellten 10 Watt. Soweit also okay. Die nächste Messung machen wir mit 30 Watt. 2,7 sagt er in der Anzeige, möchte ausgeben. 2,75 messe ich, das sind 27,01 Watt. Fehlen mir schon 3 Watt, sind wir also 10% unter der Leistung. Mit 50 Watt messen wir jetzt. 3,6 sagt er mir in der Anzeige, messen tue ich 3,5 Volt, das wären 43,75. Sind wir 7 Watt unter der Leistung, die er eigentlich ausgeben müsste. Jetzt bei 100 Watt, 5 Volt, sagt er mir in der Anzeige, möchte ausgeben, 5,03 Volt messe ich, das sind 90,36 Watt, sind also knappe 10 Watt weniger, als er ausgeben müsste, rein rechnerisch zumindest. So, und jetzt bei 150 Watt zeigt er mir in der Anzeige 6,3 ausgegeben, messen tue ich 6,2, das sind dann 137,3 Watt. Also knappe 13 Watt weniger, als er eigentlich ausgeben müsste, aber schon viel, viel besser als die IPVV3. So, jetzt das Ganze mit 0,5 Ohm gemessen. 2,4 Volt sollte er ausgeben, rausschmeißt 2,57, das sind 12 Watt. Also da liegen wir jetzt 10% über dem Wert. Bei 30 Watt kriegen wir eine Anzeige 4,2 Volt angezeigt, messen tue ich 4,3, das wären 33,62 Watt. Wieder 10% über dem Wert. Bei 50 Watt müssten wir laut Anzeige bekommen 5,4, messen tue ich 5,52, sind 55,4 Watt, auch wieder 10% über der Leistung. Also das heißt, bei höheren Widerständen sind wir eher höher in der Leistung, bei niedrigeren Widerständen eher niedriger. Bei 100 Watt, 7,6 Volt zeigt er mir an, 7,27 messe ich, das sind 96 Watt, ganz klein bisschen mehr. Also 4 Watt fehlen uns da nur bis zu den 100. Ja, und die 150 kann er natürlich nicht wirklich. 8,5 Volt müsste er ausgeben. 7,3 messe ich. Sind 96,89, also knappe 97 Watt. Jetzt machen wir das Ganze mit einem 1,1 Ohm Widerstand. Hinten von dieser Messbrücke. Bei 10 Watt. 3,3 zeigt er mir eine Anzeige an. 3,46 messe ich. Da sind wir bei 10,88 Watt, knappe 11 Watt. Das ist gut, sage ich mal. Sind auch wieder 10% drüber. Bei den 30 Watt, 5,7 habe ich in der Anzeige, 5,83 messe ich, das sind 30,9, also das ist relativ genau, knappe 31 Watt. Bei 50 Watt, 7,3 Volt zeigt er mir an, 7,51 messe ich, das sind 51,27 Watt, also auch recht genau, da will ich überhaupt nichts gegen sagen. 100 Watt, da kriegen wir natürlich das erste Problem, weil er müsste 8,5 zeigt er mir an, also Overload sozusagen, 7,65 messe ich, das sind 50, und ein paar. Also da kommt er natürlich jetzt einfach wegen dem Widerstand nicht mehr hin, weil er so viel Spannung nicht ausgeben kann. Das gleiche haben wir auch bei 150 Watt, 7,65 kriege ich wieder ausgegeben, sind wieder 53,2 Watt. Das ist also das Maximum, knappe 50 Watt, die wir da haben, mit 1,8 Ohm jetzt gemessen, die er mir auch in der Anzeige anzeigt. Bei 10 Watt sollte er 4,3 Volt ausgeben. Messen tue ich 4,53. Das sind 11,4 Watt, also wieder 10% drüber. Bei 30 Watt sollte er ausgeben schon 7,5 Volt. Er gibt aus 7,72 Volt, das sind 33,11.
also 10% wieder drüber. Und bei 50 Watt haben wir wieder das Problem, dass er nicht so hoch kommt. 8,5 sagt er oben beim Wert, 7,8 mäßig. Also dann haben wir wieder das gleiche mehr oder minder. Und 100 und 150 Watt haben wir die gleichen Probleme. Also er geht dann immer mit der Anzeige bis auf 8,5 Volt, raus gibt er 7,87, entspricht dann gerade mal 34,4 Watt. Wie gesagt, aber das ist okay. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich hier eher einen Sub-Ohm-Chip haben, der auf jeden Fall unter 1 Ohm befeuert werden sollte. Bei 150 Watt das gleiche Spiel, kommen wir natürlich auch nicht höher als diese 34,4 Watt. Der Vollständigkeit halber wollte ich die Messungen aber machen, weil ich sie bei der Box auch gemacht habe. Hier das Ganze nochmal in einer Tabelle zusammengefasst, damit ihr sehen könnt, wie die Abweichungen liegen. Also ihr seht, dass die bei dem Sub-Ohm-Bereich bei 0,3 Ohm eher im Negativen liegen, also 10% oft unter dem Wert. Bei 150 Watt sind wir sogar ein bisschen über den 10%, die uns fehlen. Bei 0,5 Ohm, wie gesagt, können wir nur realistische Werte erwarten bis zu 50 Watt. Da liegen wir in der Regel 10% über den Werten. Bei einem Ohm das gleiche, da können wir nur noch bis 30 Watt vernünftig feuern oder 50 geht auch noch. Nur da liegt er halt bei dem, was er mir anzeigt, eigentlich schon über dem, was er kann. Also da kommen wir bis 56 Watt, auch da 10% drüber. Bei den 1,8 Ohm Widerstand machen eigentlich nur noch die 10, vielleicht noch die 30 Sinn. Da kommen wir dann auch bis 11,4 und bis 33,1 Watt. Wie gesagt, bei den höheren gibt er sogar mehr aus, als er eigentlich kann mit seinen 7,5 Volt. Da liegen wir dann bei 7,8 Volt, das sind dann 34. Ja, was sagen uns die ganzen Messungen? Nachbesprechung. Also, am SX330 V3 Chipsatz liegt es scheinbar nicht. Er kann die 150 Watt knapp ausgeben. Also ich kam jetzt auf 138 Watt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, rein kalkulatorisch, was er mit den Messwerten gemessen hat, habt ihr in der Tabelle auch gesehen, deswegen habe ich diese Spalte extra eingeführt. Das Messgerät sagt 0,28 Ohm. Auch das kann natürlich leichte Abweichungen haben. Kalkulatorisch in der ersten Tabelle lag ich so bei 0,26 Ohm. Würden wir die Werte mit 0,26 Ohm berechnen, lägen wir einige Watt drüber. Dann kommen wir auch auf die 150 Watt rein rechnerisch. 0,2, also 0,02 Ohm machen bei diesen Strömen einfach enorm viel aus. Und da will ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen. Also ein Messfehler von 0,02 Ohm, entweder an meinem Ohmmeter oder als Messfehler am SX330 Chipsatz, möchte ich nicht ausschließen. Also 0,02 Ohm ist so gering, da liegen wir einfach innerhalb der Toleranzen. Rechnerisch, deswegen, wie gesagt, habe ich es beigeschrieben, lägen wir bei 0,26, sehen die Werte besser aus. Zumindest in dieser ersten Tabelle. Deswegen kann ich zumindest hier die Lanze brechen für Yeezygar, den Chip, den sie verkaufen, wie man ihn auch beim Michael Braunstein kaufen kann. Der ist in Ordnung, der tut's, der bringt die Leistung, die er verspricht. Es liegt also bei meiner Box definitiv nicht am Chipsatz, zumindest nicht, wenn ich diese Revision drin hätte. Jetzt ist dieser Chip ja updatefähig. Jetzt hoffe ich natürlich noch darauf, dass es vielleicht demnächst mal ein Update gibt, dass ich dann nochmal schauen kann, dass ich auf beide Chips die neueste Firmware aufspiele und dann gucke, ob der Fehler auf einmal bei meiner Box weg ist. Das wäre dann ein Zeichen dafür, dass es an der Firmware lag. Es können natürlich auch Bauteile sein oder ein Fehler auf der Platine oder ja, wie gesagt, wenn es eine ältere Revision ist, kann es natürlich auch der Hardwareaufbau nochmal etwas anders sein. Aber ich komme schon noch dahinter. Wie gesagt, auseinanderschrauben und die Lötstellen kontrollieren möchte ich nicht. Ich möchte sie erstmal noch versiegelt lassen, zumindest für einige Zeit. Wie gesagt, wir haben Rückmeldungen von anderen bekommen, die sagten, ihre Box scheint vernünftig zu laufen von den Messungen. Ich habe da zwar keine Messergebnisse gesehen, also keine Tabellen, keine Fotos, keine Videos, aber ich will dem einfach jetzt mal so glauben, um da ein bisschen für euch die Verunsicherung rauszunehmen, weil ich weiß, es liefen einige Sammelbestellungen bei Händlern oder auch private Sammelbestellungen. Und da waren natürlich jetzt einige Leute durch mein Video verunsichert.
Tut mir natürlich auch leid, habe ich im Video schon gesagt, auch für die Händler, wo jetzt vielleicht eine gewisse Verunsicherung aufgekommen ist. Aber ich kann halt nur das wiedergeben, was ich hier messe. Und das kann ich auch nicht und will ich auch nicht beschönigen. Wenn es von da draußen konstruktive Kritik gibt an der Art der Messungen und so weiter, dann bin ich da offen. Da habe ich auch lange und ausführliche Diskussionen darüber geführt, wo wir allerdings nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen sind, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das, was ich gemessen habe, korrekt ist. Genau wie ich das hier sage, sonst könnte man hier genau dieselbe Diskussion anführen und sagen, dann habe ich hier genauso falsch gemessen. Ja, wieder in Richtung Messung werde ich aber auch noch mal aufrüsten. Habe ich noch mal jetzt ein paar hundert Euro investiert. Die Sachen sind bestellt. Ich warte da auf Lieferung. Da geht es aber jetzt weniger um die geregelten Akkuträger, um die Chipsätze. Da geht es auch um ungeregelte Akkuträger, um den Voltage Drop, den ich ganz neu für mich definieren möchte. Da gab es einen sehr schönen Denkanstoß von Phil Bucedo in den USA, der auch bei sich die Messung komplett umgestellt hat auf ein neues Verfahren. Ich werde zwar ein bisschen anders machen als der Phil, aber es war ein guter Denkanstoß. Ich habe mich da mit Elektrotechnikern drüber unterhalten, habe mir auch da noch mal ein Feedback geben lassen, ob meine Ideen, die ich da habe, die Gedankengänge, die ich da habe, richtig sind oder ob es da auch Kritik gibt oder Verbesserungspotenzial gibt. Und mir wurde eigentlich bestätigt, dass ich da genau auf dem richtigen Weg bin, dass man es genau so machen müsste, um ein verlässliches, reproduzierbares Ergebnis zu bekommen. Da dürft ihr gespannt sein. Also wie gesagt, ich bin da offen für Kritik. Abschließendes Fazit, damit es jetzt auch nicht ewig lang wird. Der Chip, der jetzt hier so in den Shops verkauft wird, der Solo-Chip, kann ich auf jeden Fall sagen, von meinen Messungen her ist okay. Er ist jetzt kein Genauigkeitswunder wie eine Provari, aber das mag auch, wie gesagt, an den Messtoleranzen liegen. Somit hoffe ich, dass ich euch da ein bisschen die Verunsicherung rausnehmen konnte. Für mich ist weiterhin der SX350-Chipsatz, auch wenn er nicht bis 150 Watt geht, der bessere Chipsatz aus verschiedensten Gründen. Es gibt ja jetzt auch einen mit 100 Watt, der auch gesteckt wird von den Batterien. Okay, der hat dann natürlich auch ein, zwei Nachteile, aber diese Live-Messungen der Spannung, die ich da sehe, die andere und größere Form des Displays mit mehr Informationen, die Anordnung der einzelnen Bauteile, also auch, dass die USB-Platine separat ist und so, dass die Taster von außen mit Kabeln geführt sind, also gerade für die Modder unter euch, die sich Boxen daraus selber bauen wollen. Auch von den Messergebnissen her, zumindest bei dem Chip bis 50 Watt, den ich bisher gemessen habe, ist das für mich immer noch der beste Chip, aber auch aus dem Grund, weil ich diese hohen Leistungen gar nicht brauchte. Deswegen nochmal, ich bin eigentlich mit meiner IPv3 ganz zufrieden, denn ich dampf sie mit 25, mit 30, mit 35 Watt. Und da tut sie, was sie soll. Das haben die Messungen ja auch belegt, das habe ich im Video auch schon gesagt. Ich bin halt ein bisschen frustriert gewesen, weil sie in den oberen Leistungen nicht das bringt, was sie verspricht. Aber das brauche ich vielleicht alle Jubeljahre einmal. Ich habe sie von Greenleaf auf der Messe relativ preiswert bekommen können. Mit einem, also zu einem Einkaufspreis, sage ich mal, von einem Händler-Einkaufspreis. Deswegen vom Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt die Box für mich. Sie ist hübsch, sie hat zwei Akkus, sie hat eine lange Standzeit. Deswegen, auch wenn die Messergebnisse im oberen Bereich bei 100 und 150 Watt nicht so gut waren, ich bin mit meiner IPv3 eigentlich zufrieden. Und die Leute, die sich jetzt den SX330 kaufen, vielleicht hier als Solo-Chip, um sich selber Modboxen zu bauen, den kann ich jetzt auch schon mal sagen, sie werden auch, wenn sie die hohen Leistungen brauchen, zufrieden sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich hier für ein bisschen Aufklärung sorgen konnte, ein bisschen die Unsicherheiten rausnehmen konnte. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ja, dann bleibt mir einfach eigentlich nur noch, mich für heute bei euch zu verabschieden. Wünsche euch, dass ihr immer genug Liquid im Tank habt.